Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einem Video, das euch die älteste demokratische Partei Deutschlands vorstellt, die SPD. Redet Schulz vor Unternehmern, spricht sich für kleinere Investitionshilfen aus und zählt Kanzler auf, die Deutschland wirtschaftlich stark gemacht haben. Ludwig Erhard, den Vater der sozialen Marktwirtschaft, oder Helmut Schmidt, ein Weltökonom. Ich will auch Helmut Kohl erwähnen. Und Gerhard Schröder, ein mutiger Mann, dessen Grundsatz erst das Land, dann die Partei sich mir tief eingeprägt hat. Schulz ist kein Linker, bricht nicht mit Schröder, nennt ihn vielmehr sein Vorbild. Trotzdem rührt sich in diesem Publikum kaum eine Hand. DEHK-Präsident Schweizer bleibt höflich. Das darf man nicht überbewerten mit dem Applaus, weil natürlich die Spannung sehr groß ist. Ach so. Es scheint, als wolle Schulz bis zum SPD-Programmparteitag im Juni wenig Schlagzeilenträchtiges liefern. Auch diese Woche wolle er sich zurückhalten, heißt es, um Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft den Vortritt zu lassen. Wir in Nordrhein-Westfalen haben viel erreicht. Der Wirtschaft geht es gut. Noch nie waren so viele in Arbeit wie heute. Auch deshalb, weil wir Herausforderungen gemeinsam anpacken. Noch nie wurde so viel in Bildung, Kinder und Familie investiert wie in unserer Regierungszeit. Jetzt machen wir auch die Kitas gebührenfrei, so wie wir bereits die Studiengebühren abgeschafft haben. Doch das reicht uns nicht. Deshalb werden wir auch den Meister gebührenfrei machen und ein NRW-weites Azubi-Ticket einführen. Das ist sozial gerecht. Wir in Nordrhein-Westfalen gestalten digitale Zukunft. Wir vernetzen Industrie und Gründer und Forschung. Und beim Ausbau mit schnellem Internet sind wir vorne. Vor allem aber zählen bei uns Respekt und Zusammenhalt. Mehr Zusammenhalt ist die beste Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Gemeinsam haben wir immer wieder gesehen, zusammen können wir wandeln. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Heute gibt es wieder Kräfte, die spalten und ausgrenzen. Genau das wollen wir nicht. Gehen Sie wählen. Denn jede Stimme für die SPD ist eine Stimme für das Wir. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich weiter anpacken, um unser Nordrhein-Westfalen noch sozialer, noch gerechter, noch zukunftssicherer zu machen. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. NRW mit Hannelore Kraft am 14. Mai.